Kommen Sie ins Malzhaus am 24. Juli um 20 Uhr zum Hans Söllner und Benjamin Sisseldam Open Air Konzert. Es ist Donnerstag, der 16. Juli und damit herzlich willkommen zu Vogtland Aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Vogtländische Landwirtschaftsbetriebe investieren in die Zukunft. Mutmaßliche Drogendealer im Göltstal hochgenommen. Stiftung für krebskranke Kinder erhält weitere Unterstützung. Und Weberhäuser wollen alte Traditionen wieder aufleben lassen. Der Gemeinderat in Bergen lässt sich freiwillig auf eine eventuelle Stasi-Vergangenheit der Mitglieder überprüfen. Laut Angaben einer vogtländischen Tageszeitung sind die ausgefüllten Anträge der Stasi-Unterlagenbehörde schon zugeschickt worden. Allerdings werden nur 10 der 13 Abgeordneten überprüft. 2 Ratsmitglieder sind erst nach der Wiedervereinigung geboren und Bürgermeister Volkmar Trapp wurde bereits kreislich kontrolliert. Warum 25 Jahre nach dem Ende der DDR nun eine Überprüfung ansteht, konnte noch nicht klar gesagt werden. Allerdings haben wohl einige Bewohner der Gemeinde es schon länger gefordert. Auszeichnungen für Investitionen in der Landwirtschaft. Die drei landwirtschaftlichen Unternehmen, die Kröstauer Agrarproduktions- und Handels GmbH, die Langheinrich GmbH und Co. KG und der Nebenerwerbsbetrieb Uwe Roth, erhielten im November 2014 eine Auszeichnung für erfolgreich abgeschlossene Investitionen. Bei der Preisvergabe auf den Bauernball wurde Anneliese Rink eingeladen, sich die Investitionen vor Ort anzuschauen. Das tat sie am 15. Juli zusammen mit Michael Eckel, dem Leiter der Landwirtschaftsschule Plauen. Erster Termin der Besichtigung, ein 500.000 Euro teurer Zeltstall in Kürbitz. Der Geschäftsführer der Kröstauer Agrarproduktions- und Handels GmbH, Siegfried Wolfram, ist glücklich über den Stall, aber er hält auch mit seinen Sorgen nicht hinter dem Berg. Also ob die Landwirtschaft in der Zukunft weiter so investieren kann, ja. Das ist in der jetzigen Situation sehr fraglich. Ja. Der Milchpreis ist 27,5 ja. Cent. Ja. Und man tut uns täglich mit Pressemitteilungen überhäufen, dass 25,5 Cent oder 22,5 Cent die Zukunft wären. Ja. Nicht nur das, auch in der Landwirtschaft steigt der Verwaltungsaufwand. Wir sind in zweiter Linie Landwirt und in erster Linie Bürokraten geworden. Ja. Viele Probleme sind bekannt, einige davon auch durchaus lösbar. Aus diesem Grund ist Frau Rink und Herr Eckel unterwegs. Sie möchten mit den Landwirten ins Gespräch kommen, weil Landwirtschaft ist für uns hier im Vogtland ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig, der manchmal nicht so in der Gänze wahrgenommen wird, einfach weil ja es viele kleine Landwirtschaftsbetriebe gibt im Vogtlandkreis, die sich aber eben zu einem großen Wirtschaftszweig und einem Wirtschaftsfaktor auch zusammensetzen. Allein die Investitionen machen dies deutlich. Es sind so 7-8 Millionen Nettoinvestitionen jedes Jahr, die die Landwirtschaftsbetriebe in Summe investieren. Ich sag mal, der Hauptteil oder fast komplett auch in der Region wieder investieren, also mit kleineren Unternehmen, mit Handwerkern aus der Region diese Aufgaben bewältigen. Und so ist es nicht nur die Produktion von Lebensmitteln und die Erhaltung der Natur, sondern auch wirklich die Investition in der Region, die Wirtschaftskraft in der Region, Arbeitsplätze in der Region, die halt von der Landwirtschaft auch mit gefördert und unterstützt werden. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja, das passiert auch manchmal im Straßenverkehr. In Deutschland gibt es rund 25 Millionen Straßenschilder. Davon sind laut Experten mehr als 25% nicht mehr gut erkennbar und gefährden damit die Sicherheit. In der Stadt Plauen ist es noch nicht so schlimm. Bei einer Überprüfung des Stuttgarter Schilderüberwachungsvereins landete die Spitzenstadt lediglich auf Platz 12 im Negativ-Ranking. Am schlechtesten schnitten Bergisch Gladbach, Hameln und Neunkirchen ab. Unter dem Motto »Gute Schilder schützen dich« kontrollierte der Verein in 16 Städten über 100 Schilder pro Region. Mutmaßliche Rauschgifthändler hochgenommen. Die Polizei hat im Göltstal 4 mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Den Männern und der Frau wird Rauschgifthandel im großen Stil vorgeworfen. Bei den Festnahmen Ende Juni in Auerbach und Anfang Juli in Falkenstein wurde Crystal im Marktwert von rund 30.000 Euro beschlagnahmt.
Zudem stellten die Ermittler Marihuana, Haschisch und mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Laut Holger Diek, dem Leiter Kriminaldienst des Polizeireviers Auerbach, soll die Frau das Crystal in Tschechien besorgt und vor allem im Gölschtal verkauft haben. Aber auch Konsumenten aus Sachsen, Thüringen und Bayern gehörten zu den Kunden des Quartetts. Als Motiv gab Diek unter anderem Spielsucht an. Während Sachsens Schüler ihre erste Ferienwoche genießen, bereiten sich viele schon auf ihre Ausbildung vor. Denen bietet die Arbeitsagentur eine Berufsausbildungshilfe an. Alle, deren Betriebe zu weit vom Wohnort der Eltern liegt und eine eigene Wohnung benötigen, können einen Antrag stellen. Am besten noch vor Ausbildungsbeginn. Denn die Unterstützung kann frühestens ab dem Monat der Antragstellung gezahlt werden. Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 oder im Internet unter arbeitsagentur.de. Das möchte ich Ihnen gerne übergeben. Und Bildungsinstitut überreicht Spenden für kranke Kinder. 4.500 Euro übergab heute Herbert Pscherer, Geschäftsführer des gleichnamigen Bildungsinstituts, an Landrat Dr. Tassilo Lenk für die Stiftung Hilfe für krebskranke Kinder im sächsischen Vogtland. Der Erlös stammte aus den Geschenken zum 25-jährigen Firmenjubiläum des gemeinnützigen Instituts. Immer wieder können wir registrieren mit großer Freude, dass es Unternehmen gibt, wenn sie Jubiläen haben oder auch so, dass Spendeneinkünfte erzielt werden für diese ganz wichtige Stiftung im Vogtland. Nicht nur jetzt aktuell und zukünftig. Die Sache läuft ja seit 98. Ich habe damals beim 50. Geburtstag genutzt, um diese Gedanken auf den Weg zu bringen. Wir haben damals mit 15.000 D-Mark an dem Geburtstag eingesammelt, begonnen mit dieser Verein- und jetzt Stiftungsarbeit. Jetzt haben wir fast 700.000 Euro zusammen, also ein wichtiges Werk ist entstanden. Und es ist vor allen Dingen so dienlich, weil es um schwerkranke Kinder geht, dass wir im Rahmen nur unserer Möglichkeiten, die sind sehr, sehr begrenzt, aber doch ein bisschen mithelfen können, dass sich die Lage dort verbessern hilft. Und da bin ich über jede einzelne Stiftung riesig dankbar. Wenn es 2 Euro sind von einem kleinen Kind, das sagt, ich will da auch was geben, oder jetzt wie heute eine größere Summe eingeworben werden kann. Diese Arbeit ist gut für die Region, sie ist konkret und sie hilft Menschen. Landrat Dr. Lenk wird auch nach dem Ende seiner Amtszeit weiterhin Vorsitzender der Stiftung bleiben. Derzeit werden ca. 20 Mädchen und Jungen durch die Stiftung betreut. Bevor der VfB Auerbach in seine 4. Regionalligasaison startet, steigt morgen in Plauen das Vogtland-Derby. Die Fußballer aus der Dreitürmestadt treffen im Vogtlandstadion auf den VfC Plauen. Das Freundschaftsspiel ist für beide Teams schon ein Test für die kommende Saison. Der Anstoß erfolgt 19 Uhr. Für die Besucher des Spiels ist der Eingang auf der Jößnitzer Seite ab 18 Uhr geöffnet. Hex, 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 unsere Niedertracht ist echt. Hexen brauchen Hilfe. Seit Jahren kann man in den Werbehäusern in Plauen Künstlern und Handwerkern auf die Finger schauen. Von der Töpferei, Kerzenziehen, Papierschöpfen, Filzen bis hin zur Textil- und Holzgestaltung, um nur einiges aufzuzählen. Die Hexen versuchen, alte Traditionen zu bewahren und erlebbar zu machen. Nun haben sie eine neue Idee. Margitta Schier entdeckte auf dem Ostermarkt in Leipzig eine Frau, die Seile band. Und die hatte ein Seilgeschirr und hat auch dort die Reeperbahn gezogen. Und da habe ich gedacht, das ist doch die Idee, dass wir die Seilerei oder das Seilerhandwerk hier mit einbinden in unsere Angebote. Wir haben unglaublich viel Hanfseile, wir haben unwahrscheinlich viel Wollreste. Das könnten wir alles verarbeiten. Und ich bin natürlich sehr interessiert, ein altes Seilgeschirr zu bekommen. Die Hexen in den Werbehäusern brauchen ihre Hilfe. Sollten Sie so etwas auf den Oberboden haben, dann melden Sie sich bitte. Und wenn Sie einmal am Aufräumen sind, kürzlich wurde einer der Handwagen auf dem Gelände demoliert. 2 Räder gingen zu Bruch und man braucht Ersatz. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter und unserem neuen Vogtland-Journal. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss!